immer sehr schön zu hören, dass man freundlich dabei ist. Zuallererst, bevor ich zum Haushalt komme, möchte ich es aber nicht versäumen, mich wirklich aufrichtig bei den Berichterstattern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Haushaltsreferats im Wirtschaftsministerium und auch bei Ihnen, Herr Minister, für die offene und faire Zusammenarbeit zu bedanken. Die war wie immer durch Vertrauen geprägt, auch wenn inhaltlich gesehen es durchaus Unterschiede gibt. Aber ich finde, so etwas muss sein, dass die Zusammenarbeit auf dieser Ebene in der Tat sehr ordentlich gelaufen ist. Heute gilt es, Resümee zu ziehen, meine Damen und Herren. Der Bundesminister hat im letzten Jahr noch in der Haushaltsdebatte Deutschland als die Wachstumslokomotive Europas gelobt. Aber so schwach wie diese Lokomotive zwischenzeitlich auf der Strecke ist, da müssen Sie selbst aus den Koalitionsfraktionen sagen, da fehlt es ein bisschen an Kohle, da fehlt es an Befeuerung. Denn von Wachstumslokomotive kann ja nun wahrlich keine Rede mehr sein. Das Wirtschaftswachstum tritt auf der Stelle. Die Konjunkturprognosen der EU ergeben ein rückläufiges Bruttoinlandsprodukt. Und auch die steigende Arbeitslosenquote ist signifikant. Und unter den Eckdaten des Sachverständigenrates, meine sehr verehrten Damen und Herren, zeichnet für Deutschland es auch ein schlechtes Bild, sowohl beim Bruttoinlandsprodukt als auch bei den rückläufigen Konsumausgaben, man höre, als auch beim Rückgang der Investitionen, insbesondere auch der Ausrüstungsinvestitionen und bei einem sehr deutlichen Rückgang der Exporte verzeichnen wir steigende Arbeitslosenzahlen, und das muss uns alarmieren. Die Lage am deutschen, Sie mögen das ja verhöhnen, Herr Lindner, aber uns ist es schon aufgefallen, dass konjunkturell gesehen die Arbeitslosenzahlen steigen. Und wenn Sie mit Ihrer Lächerlichkeit, die Sie ja preisgeben, deutlich machen wollen, dass Sie die Lage nicht als ernst bezeichnen, tut es mir leid, dann sind Sie nicht auf der Höhe der Zeit, Herr Lindner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, keiner kann darüber hinwegtäuschen, dass die Unternehmen weniger Expansionspläne haben. Viele Unternehmen denken über Jobabbau nach. Und in dieser Ausgangssituation legen Sie einen wenig ambitionierten Haushalt vor, der keine besonderen Impulse für ein dauerhaftes, nachhaltiges Wachstum setzt. Der Haushalt ist kraftlos und nicht ambitioniert. Zusätzliche Wachstumsimpulse sucht man in der Tat vergebens. Herr Bundesminister, diese Entwicklung, finde ich, war absehbar. Es war absehbar, dass die Folgen der Finanzkrise vor Deutschland nicht Halt machen würde. Natürlich hat diese Krise auch Auswirkungen auf unsere wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Situation. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, hierfür Vorsorge zu treffen, auch in dem Wissen, dass Reformen, die man heute angeht, erst nach einem Jahr oder sogar später greifen werden. Jetzt geht die Reise rückwärts. Und was tun Sie? Ein aktiver Gestaltungswille ist jedenfalls im Haushalt des Wirtschaftsministeriums nicht erkennbar. Auch im letzten Jahr haben Sie willkürlich und zaghaft überall ein bisschen verändert. Man konnte den Eindruck gewinnen, hier bewegt sich etwas, aber es war eben überall nur ein bisschen. Ein bisschen hier gekürzt, ein bisschen da zugegeben, aber eine erkennbare Linie war nicht gegeben. Und schon gar nicht haben Sie die Spielräume genutzt, um ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu aktivieren. Als Beispiel sei nur die Steinkohlebeihilfe zu nennen. Hier ist es für 2013 wegen der anhaltend guten Weltmarktpreise möglich, den Haushaltsansatz sogar um 52 Millionen zu kürzen. Diese 52 Millionen fallen Ihnen quasi in den Schoß. Doch auch von diesen 52 Millionen nutzen Sie nur einen geringen Teil, um zum Beispiel die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung regionaler Wirtschaftsstruktur aufzustocken. Hier wäre es ein leichtes gewesen, unserem Antrag zu folgen und die benötigten Mittel zumindest wieder auf das Vorjahresniveau zur Verfügung zu stellen. Schließlich, so sei deutlich angemerkt, ist die GRW schließlich ein Wachstumstreiber. Denn bei den Haushaltsberatungen vor zwei Wochen haben Sie doch verkündet, dass für die schwarz-gelbe Koalition der wirtschaftliche Aufbau in den neuen Bundesländern nach wie vor hohe Priorität habe. Hier ist die Realität aber eine andere.
Wo Mut und Entschlossenheit gefragt sind, wo Sie Gas geben müssten, da kommen Sie nur im Kriechgang voran. Guckt man sich die Zahlen für die GRW aus den letzten Jahren an, so wurde hier kontinuierlich gekürzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das, was wir überhaupt noch eine Situation haben, dass wir uns auf dem heutigen Niveau befinden, ist insbesondere dem Engagement der SPD und ich meine auch in diesem Fall dem Abgeordneten Luther zu verdanken, der sich immer wieder für eine ausreichende Finanzausstattung im Bereich der GRW ausgesprochen hat. Ja, das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand wird um 11 Millionen erhöht. Das begrüßen wir natürlich. Dennoch kann eine Erhöhung beim ZIM kein Ersatz für eine Kürzung bei der GRW sein. Und im Übrigen muss deutlich sein, dass man zwei sinnvolle Förderprogramme nicht gegeneinander ausspielen darf, sondern sie müssen sich sinnvoll ergänzen. Meine Damen und Herren, Wachstumsimpulse vermisse ich auch bei der Energiewende. Der Koalitionsvertrag von 2009 sieht noch vor ein neues Energiekonzept. Nun, wir wissen alle, dass das zwischenzeitlich bei Ihnen mehrmals hin und her gegangen ist. Am Anfang setzten Sie auf Atomstrom, jetzt auf den schnellen Ausstieg. Das ist gut so, aber die Hausaufgaben dazu haben Sie nicht gut geleistet. Sie sagen, Sie wollen eine szenarienbezogene Leitlinie entwickeln für eine saubere, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Was ist eigentlich davon übrig geblieben? Sie wollen die Erhöhung der Energieeffizienz. Was ist davon übrig geblieben? Das hört sich schön an. Erreicht haben Sie in diesem Bereich nach 3 Jahren nicht viel. Die Energiewende, das wissen wir, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das Ziel muss es sein, bezahlbare Energie- und Versorgungssicherheit herzustellen. Dazu fehlt Ihnen aber ein Masterplan. Es fehlt Ihnen eine vernünftige Koordinierung der Energiekonzepte zwischen Bund und Ländern. Während Bayern beispielsweise auf Autarkie setzt und am liebsten den Strom, der dort verbraucht wird, vollständig selbst herstellen möchte, möchte Schleswig-Holstein selbstverständlich den sie in den Offshore-Windparks erzeugten und an die Bundesrepublik insgesamt gesehen zu verteilenden Strom auch liefern können. Das passt aber nicht zusammen. Hier muss ein schlüssiges Gesamtkonzept her. Das schreit geradezu nach Koordinierung, zu der Sie bisher keine ausreichenden Beiträge geleistet haben. Weiterhin stellt sich die Frage, meine Damen und Herren, wie es vereinbar ist, dass Sie erneuerbare Energien ausbauen und die Energieeffizienz erhöhen wollen, wenn Sie gleichzeitig die Mittel für Energieforschung um annähernd 5% und die Mittel für Energieeffizienz um 2% kürzen. Auch im weiteren Verlauf der Haushaltsberatung haben Sie nicht die Kraft besessen, diesen falschen Weg zu verändern, hier Einhalt zu gebieten und deutlich zu machen, das, was Sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben, auch tatsächlich durch haushaltspolitische finanzielle Unterlegung umsetzen zu können. Ich finde das ein fatales Signal, was Sie hier vorlegen. Noch können Sie auf eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende, die Akzeptanz und die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung zurückgreifen. Diese Chance nutzen Sie aber nicht. Die Akzeptanz beim Netzausbau schwindet. Wegen fehlender Koordinierung blühen die Einzelinteressen. Wir erleben überall in unseren Wahlkreisen, da wo Netzausbau stattfinden soll, dass der Ruf nach gallischen Dörfern, nach Selbstversorgern, nach autarken Situationen gefordert wird. Alle setzen auf den kompletten Erdkabelausbau. Der Zickzackkurs, den Sie vorgelebt haben, hat dazu geführt, dass wir in Deutschland eine Situation haben, dass die Akzeptanz in die Energiewende schwindet und schwindet. Das haben Sie, Herr Minister, alleine zu verantworten. Und da hilft auch nicht, um es deutlich zu sagen, dass Sie sagen, dass Sie dafür Sorge tragen wollen, dass neue Trassen anstatt in 10 Jahren, in 4 Jahren gebaut werden können und dass Sie das erreichen wollen dadurch, dass Sie den Netzausbau bei Klageverfahren sofort höchstrichterlich entscheiden lassen wollen und dass Sie Umweltauflagen zeitweise außer Kraft setzen wollen. Das ist gerade ein Paradebeispiel für nicht ordentliche Bürgerbeteiligung. Und dabei können Sie nicht auf unsere Unterstützung rechnen, meine Damen und Herren. Sie werden natürlich sagen, wir haben die EEG-Umlage eingeführt. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen. Wir haben das mit Augenmaß gemacht.
und ihre ausufernden Ausnahmeregelungen für Unternehmen führen in der Zwischenzeit dazu, dass die privaten Verbraucher am Ende derart belastet werden, dass auch aus diesem Grund die Akzeptanz der Energiewende schwindet. Einzig erfreulich in dem Zusammenhang ist der Aufwuchs an Personal bei der Bundesnetzagentur. Diese Erhöhung ist wichtig, und damit ist auch ein Beitrag geleistet, dass die Zukunftsaufgaben dort zukünftig schneller und kompetenter umgesetzt werden können, damit die Energiewende dann doch noch gelingt. Meine Damen und Herren, ein anderes Beispiel, wo Wachstumschancen vergeben werden, ist die Förderung der Existenzgründung. In der Tat gibt es gerade durch Existenzgründungen gute Möglichkeiten, dringende Wachstumsimpulse zu setzen. Doch indem Sie beschließen, dass die Aufhebung der Gewinnausschüttungsverbots der KfW erfolgen soll, sorgen Sie dafür, dass erstens die Eigenkapitaldecke der KfW schwindet und zweitens die Möglichkeiten für das Fördergeschäft erheblich eingeschränkt werden. Herr Kollege, Sie denken bitte an die Zeit. Damit, meine Damen und Herren, sorgen Sie dafür, dass ein wichtiger weiterer Beitrag für Wachstumsimpulse durch Ihre Politik, durch angebliche Haushaltskonsolidierung unterlaufen wird. Das stärkt nicht die Wachstumslokomotive, die wir jetzt dringend brauchen. Das schwächt sie. Sie haben im Haushalt zu wenig Wachstumsimpulse.